Moin, moin. Der Frankfurter Flughafen ruft nach mir. Die Pietsmeets wollen ja dieses Jahr beim Red Bull Flugtag teilnehmen. Und deshalb muss ich mich jetzt auf den Weg nach Berlin machen, dass ich mal mit den Bastelboys zusammen planen kann, was wir machen. Mehr Infos einfach gleich dazu. Bis dann. Und zack, da bin ich in Berlin. Ich bin gerade auf dem Weg zu den Bastelboys, also Malte und Maxim, die warten auf mich. Wir möchten nämlich mal den Bauprozess durchsprechen. Also erstmal überhaupt mal irgendwie eine Planung machen und uns mal von den Pietz anhören, wie es aussieht, was sie überhaupt bauen wollen. Und ich habe mich ja auf dem Weg jetzt schon mal, weil ich ja wieder neben einem Flügel gesessen habe, schon mal inspirieren lassen. Wie sieht so ein Flügel aus? Also weiß ich jetzt natürlich auch ganz genau, wie ich einen von den Pietz-Mietz in die Luft bekomme. Aber das wird sicherlich noch Thema werden. Wir werden nämlich mal drüber schauen und mal nachgucken, was können wir machen, dass wir möglichst weit und möglichst lange fliegen. Und deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg zu den drei. Zwei. Zack, schon sitzen wir hier. Ich habe hier zwei schnuckelige Typen neben mir. Und wir kriegen gleich einen Call von den Pietsmeets, nämlich von Brammen. Der möchte uns nämlich sagen, was er gerne haben möchte, um beim Red Bull Flugtag teilzunehmen. Und ich denke mal, irgendein Fluggerät, möglichst groß, irgendwas. Und da gucken wir gleich mal so dreit drauf, dass wir irgendwie eine Skizze bekommen. Und hören uns aber erstmal an, was der Brammen zu sagen hat. So, da sind die drei. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Was geht? Ihr helft uns, einen Pietsmeet Controller mit der Aerodynamik von einem Formel-1-Wagen zu bauen, ja, damit möglichst weit geflogen wird, habe ich gehört. Ja, wir wollen Weltrekorde brechen, auf jeden Fall, ja. Der Rekord ist das Ziel. Ja, du musst von Bremen bis nach Hamburg fliegen. Jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Wie viel wiegt so einer von euch? Boah, also so... Puh, also so, ich sag mal, mehr als 20 werden es schon sein. Ich habe gesagt, mehr als 20. Wir können das nicht aus Styropor bauen. Alles klar. Wenn ihr euch entschieden habt, wer fliegt, das wäre, glaube ich, relativ cool zu wissen. Einfach ja, wir brauchen so genaue Zahlen. Technisch. Alles klar, wir lassen euch genaue Maße, gewichtstechnisch, abmessungstechnisch zukommen. Ja? Und dann werden wir ja bei euch dann Zeiten auf den Kanälen sehen, wie langsam aber sicher das Ding so... wie so ein ja, Gestalt annimmt, wie so ein, ich sag mal, ein Holzbaby. Styropor fand ich auch gut, aber vielleicht kann man auch Metall nehmen oder so. Wir wollten Metallflugzeuge auf jeden Fall bauen und ein Triebwerk natürlich. Ja. Und ein Triebwerk wäre auch cool, ja, aber es muss halt mit damit Pedalen angetrieben werden, weil Sprit ist ja verboten. Das würde mich dann sehr erfreuen. Ansonsten lassen wir euch aber auch gerne freie Hand, weil ich habe es auch schon im vorherigen Call gesagt, unsere Hände sind halt dreimal links, wa? Also so ein Hammer, den würde ich auch zum Nehmen, um das Alternativ zum Essen nehmen als Messer oder so, während ich mit meinem Messer dann versuche, die Schraube reinzudrehen. Also dementsprechend vertrauen wir da voll und ganz auf eure absolute Kompetenz. Das würde ich auch machen. Dann. Weil, so seitlich im Bild. Ich bin auch dabei! Geil! Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall. Wir freuen uns dann, zeitnah bei euch Ergebnisse zu sehen, ne? Und Maxim, nicht so viel doppelseitiges Klebeband benutzen, ja? Ja, nee. Ich werbe mit Sprühkleber, okay? Wir machen das alles aus Sprühkleber. Ja. Nee, du brauchst. Der Malte kriegt ein Blatt. Ja, ich auch ein Blatt. Ich brauche noch eine andere Farbe als blau. Danke. Die Idee soll ein Controller sein, ne? Ja, genau. Du malst jetzt mal einen Controller und machst dir ein paar Gedanken darüber, wie konstruierst du den? Wie baust du den auf? Hast du irgendwie noch eine Idee, wo du so einen Piet hinsetzen möchtest, hinhängen oder anbauen willst oder so, ne? Oder und anbauen. Was auch noch wichtig ist, was wir noch klären müssen, ist, wie kriegen wir genug Geschwindigkeit, dass das Ding auch möglichst weit kommen. Ich würde richtig gerne wissen, woraus wir das bauen, damit es nicht zu schwer ist. Weil wenn Dinge fliegen, habe ich gelernt, entweder ist es richtig schnell oder ist es richtig leicht. Ja. Ja. Rakete oder Flügel. Ich würde sagen, wir bauen das komplette Ding aus Holz. Mhm. So ein bisschen irgendwie in Schiffsbauweise. Also wir bauen ein paar Spanten mit rein oder alte Flugzeuge. Lass mal im Technikmuseum. Ja, ich habe immer gewohnt. Baut ihr mal in einem Museum? Museum, cool. Nein, Unternehmer. Ah, okay. Auf geht's. So, als erst fertig ist er geworden. Perspektivische Meisterleistung.
Ich guck nach rechts. Direkt Picasso. Oder du guckst einfach hier. Einfach irgendein Monster. Einfach nur ein Transformer. Okay, jetzt, wo ich Maxims gesehen habe, geht's mir besser. Schön viel Farbe. Man darf nur Muskelkraft benutzen, ne? Genau. So, weil ich glaube, wenn wir jemanden reinhängen, dann braucht er halt extrem viel Kraft schon allein, sich zu halten. Und dann noch irgendwie zu steuern oder was auch immer. Das ist nicht so nice. Ja, mit Steuern ist ja, glaube ich, sowieso nicht so viel, weil wenn man nur mal so wahrscheinlich grob die Flugskizze von so einem Ding skizziert, die kriegst du wahrscheinlich eher dann. Also wir wollen natürlich hoch hinaus, ne? Aber wir wollen gewinnen. Es kann halt auch genau das passieren. Ja, genau, und das würde ich halt gerne haben. Und das passiert nämlich, wenn du jemanden reinhängst, der an einem Ding hängt, was nicht von sich aus schon irgendwie eine Richtung vorgibt. Alter, wie glatt ist die Fläche davor? Kann man da beispielsweise irgendwas mit Rollerblades machen oder so? Du kommst auf Rollerblades. Bei mir fährt er bereits auf einem Einrad. Ja, und die anderen Pizmeets auf Pedalos daneben. Geil. Also Rollerblades will er auf jeden Fall das Problem des Gewichts wegmachen. Der muss aber übrigens dann mit Unterhose da die Geschichte machen. Das spart alles Gewicht. Man kann das alles aus Holz bauen, so den Rahmen. Ist ja auch scheiße, wie das aussieht. Aber die Frage ist, wollen wir dazwischen mal irgendwas spannen? Weil, also ich meine, wir können ja. Da muss ja irgendein Stoff hin. Und was für einen Stoff benutzt man da? So Fallschirmstoff oder so. Zum Beispiel. Also ich meine, wie hattest du denn vorgestellt, dass das Ding nicht eine Tonne wiegt? Gut, das schaffen wir sowieso nicht. Nee, also ich wollte halt das komplette Ding halt mit relativ dünnen Spanplatten einkleiden. Ne? Also wirklich den innen drin alles hohl. Ja, es soll ja gleiten. Also. Ja, was lag hier, Alter? Aber was lag hier? Ja, hat er dir nicht gemacht? Du Scheiße. Oh ja, große Ehrlichkeit, ja. Ich habe wirklich was gemeint. So, also ich glaube, ich habe jetzt einen Plan. Okay, also bei mir sieht es zwar scheiße aus, aber ich habe wirklich nachgedacht. Okay. Dann würde ich sagen, wir präsentieren. Ja, fangen wir mal beim Unspektakulärsten an. Also erstmal habe ich mir gedacht, man könnte den Peatman machen und man hängt den da wirklich rein und der hat auch wirklich in der Mitte, also das Ding ist ja symmetrisch, bauen wir halt einfach ein Scharnier oder so und er kann wirklich so flattern. Das finde ich halt übertrieben lustig, aber dann kannst du es nicht groß machen und er fällt halt direkt hin. Also wenn du das mit jemandem machst, der halt so sportlich ist wie ich, ne, dann passiert dann erstmal nichts. Also wie gesagt, das sieht vielleicht ein bisschen scheiße aus, aber ich habe mehr nachgedacht als gemalt. Ist die Frage, wie schieben wir den an? Entweder mit einer Seifenkiste, mit einem Fahrrad, mit einem Einrad. Mit Rollerblades und ich finde tatsächlich Rollerblades ganz geil, weil du nichts noch zusätzlich dran bauen musst. Ich aber weiß halt Rollerblades nicht. Im Wasser schwimmen? Das ist mir doch egal. Junge Brust, Junge! Weißt du? Ich würde sagen, komm einfach mal zu meinem. Ja, die Zeit ruft. Und wir haben, ich habe natürlich auch einen 4-Jahres-Plan quasi gemacht. Das heißt, das ist mal die Konstruktion von oben. Na, das ist der Controller, wurde hier natürlich sneaky peaky eingebaut. Es wird erstmal ein einfaches Gestell dann drunter geben, das haben wir ja auch mehrmals gesehen. Die haben einfach so ein Metallding genommen, Räder dran gemacht, damit du einfach so ein bisschen Speed aufbaust. Aber es geht ja auch darum, dass du nicht nur schnell bist, sondern auch schön dabei bist. Hier kommt die Schönheit. Das bedeutet, er soll auf einem Einrad fahren. Er ist ja hier quasi eingespannt, man nennt es eine Gurte. Das würde, denke ich, ganz cool aussehen. Und beim Einrad, das Einrad kannst du, glaube ich, besser im Wasser loslassen, wenn es zu der Tauchfahrt quasi kommt. Als so ein normales Fahrrad, vielleicht ist das im Weg, also das kann er dann ganz schnell loswerden. Und die anderen sind mit Pedalos daneben. Das heißt, das ist ein Pedalo. Die kommen dann hier dran, sind ja zu viert, also hier sind noch zwei Griffe. Mhm. Na, und der Rest hält quasi dann an den Flügeln fest. Pedalo und die da lang. Und stürzen alle gemeinsam ins Wasser. Und wir haben nicht so viel Müll gemacht, weil Pedalos schwimmen, Holz. Der Rest ist Fluggeschichte. Holen die da alles wieder raus? Ja, es schwimmt ja erstmal viel. Wenn man so eine Konstruktion baut, wo man so drinne ist, also ich meine, dann ist halt kacke, wenn du im Wasser landest, nee, aber lass uns nicht drüber nachdenken. Oder, nee, du hast ja hier so auch solche Teile, ne? Die kannst du dann einfach so loswerden. Das stimmt. Aber ich find's eigentlich geil, weil du kannst halt selber extrem viel Speed aufbauen und wenn die Leute an deiner Seite sind, das halt üben gut. Wenn wir quasi jetzt schauen würden, dass wir den Controller halt quasi wirklich als Flügelform bauen, also quasi den Controller auf einen Flügel oben drauf und dann außenrum ausschneiden sozusagen und die Person einfach hier hinten an die Ecke irgendwie hier so mit rein, so dass der ja, genau. Irgendwie so mit reinstellen, so dass der hier steht, dann kann der mit anschieben, schmeißt sich dann einfach selber, bevor es dann über die Kante geht, mit oben auf den Controller mit drauf, auf den Flügel und dann sehen.
zack, einfach ab ins Wasser. Und den Rest von den Leuten, ja, den stellen wir halt hinten dran, ne, und die können dann irgendwie schieben. Aber... Doch, los. Haben wir uns für irgendwas, was wir irgendwie jetzt auf jeden Fall mit dran... Rollerblades finde ich geil. Finde ich cool, dass wir die halt mit einbauen. Ich habe sonst nichts Tolles. Ich habe den Peatman gebaut. Ich finde deine Form mit Abstand am besten, doch. Ich glaube, die Idee dahinter ist nicht schlecht. Mit den Holzspanten, ja. Ich glaube, damit kommen wir auch eine relativ leichte Konstruktion hin. Und es sieht halt auch nice aus, wenn du irgendwie so einen 5 Meter breiten oder 4 Meter breiten Controller hast. Also, ich meine, wir müssen ja so die Kompetenzen verteilen. Dass du das Ding vermutlich am besten bauen kannst von uns, macht, glaube ich, Sinn. Wir werden mutieren zu Minions. Den Plan so machen, dass wir es nachher zusammenschrauben können. Das heißt, nehmen das mit und mach mal einen Masterplan, oder? Und ich überlege mir mal, ich gucke mir die Regel nochmal an und überlege, was wir an Stylomile oder dran kriegen, ohne dass wir da vom Platz fliegen. Und ich untersuche oder die Peace Meet, dass wir den besten Piloten kriegen. Ich werde mit Sepp trainieren. Also, dass wir sagen können, hier, Sepp darf nicht nichts so essen. Scheinriese? Also, große Fläche ist gut. Ich bin mir halt nicht so sicher. Vielleicht fragen wir wirklich, könnt ihr uns mal so eine Tabelle geben? Größe. Wir ordnen das am BMI und dann gucken wir mal, wer fliegt da. Aber man kann sich das ja auch, also wenn man den oben drauf fliegt, dann ist es ja gut, wenn er ein bisschen komponenter ist. Weil dann drückt er die Flügel ja ein bisschen. Ja, wir machen dann den Biggest Flieger. Weißt du? Und dann wird das einfach eine smooth Sache. Hoffe ich zumindest. Wir kriegen das auf jeden Fall so stabil, dass es ein Piet aushält. Das kriegen wir. Okay, das will ich, ja. Cool. Dann schnappe ich mir das Zeug und wir gucken, dass wir einen ordentlichen Plan aufstellen. Dann gehst du dann auch gleich weiter. Geh aus meinem Haus. Ja. Ich muss arbeiten, Alter. Ich bin wieder rausgeschmissen. Ich bin jetzt schon mal ein ganzes Stück weiter. Ich habe das komplette Teil jetzt mal in 3D eingegeben und kann sagen, ich bin mit der Form jetzt auf jeden Fall schon mal zufrieden. Das erste, was ich dafür machen musste, ist dem Controller mal eine Form verleihen. Das heißt, ich habe mir eine Spante genommen, der eine Flügelform verpasst, diese dann vervielfältigt und an die Form angepasst. Irgendwie muss ich die Spanten ja untereinander verbinden. Also das ganze Teil gedreht und eine Querverbindung reingesetzt. Einmal oben und einmal unten entlang. Auf diesen Elementen werden dann auch später die Platten befestigt, wenn alles glatt läuft. Die Platten, die oben und unten drauf kommen, habe ich jetzt nicht mit eingezeichnet. Die habe ich aber mal separat dann auf dem DIN A4 Blatt eingeteilt, um zu ermitteln, wie viel ich brauche und wo die überall hinkommen. Um dem ganzen Konstrukt irgendwie noch eine Steifigkeit zu verleihen, so dass es nicht direkt irgendwie auseinander wackelt, habe ich noch Querverbände verstärkt. Das heißt, nochmal Plattenelemente an zwei Querverbände aufgesetzt und ein Alurohr komplett durchgezogen. Das Alurohr hat zwei Gründe. Einmal, ein Rohr lässt sich ganz schlecht knicken und an dem Rohr kann man das Fluggerät im Endeffekt auch wieder rausziehen, wenn es mal im Wasser gelandet ist. Was man hier auf dem Bildschirm auch noch sieht, sind diese Löcher. Die Löcher haben nichts damit zu tun, dass da irgendwie was durchgestopft werden muss. Das ist einfach nur dazu da, um das Plattenmaterial zu schwächen und leichter zu machen. Wir brauchen nicht die komplette Stärke. Es reicht, wenn wir quasi so eine Gitternetzform da drin haben. Bei der Sache mit dem Anschieben bin ich noch nicht wirklich weiter. Da habe ich mir überlegt, rechts und links einen Wagen drunter, sodass der in der Mitte Platz hat zum Rennen und die einfach rechts und links dann runterkippen können. Ich habe damit aber das Problem, dass mir das irgendwie ein bisschen zu unförmig ist und nicht cool genug. Jetzt habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn ich einfach so ganz lange Rollbänder nehme. Das heißt so Elemente, wo ganz viele Rollen drauf sind und das stellen wir fest hin und dann schieben wir auf diesem Teil an. Da müssen wir mal gucken, ob das da erlaubt ist. Aber ich hoffe es, weil das wäre, glaube ich, eine geile Sache. Da haben wir ganz wenig Reibung und können ganz, ganz viel Schwung bringen. Für was wir uns entschieden haben, seht ihr aber erst im nächsten Video. Jetzt ist Feierabend. Ich zeige euch noch kurz die Pläne, die ich gemacht habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir das Ding auch dann wirklich bauen. Haltet die Ohren steif und tüdelü!